Ich habe das Beste von mir hier gelassen. Ich suche keinen Streit. Kraven hält den anderen Spider-Man in einer alten Villa gefangen, östlich der Stadt. Er hat mich gerettet. Ich sollte dich suchen. Das war meine einzige Möglichkeit. Ich verdanke ihm mein Leben. Und noch viel mehr. Wenn wir schnell sind. Nein. Sie haben genug getan. Du solltest stolz sein. Er erinnert mich an dich. Erinnert ihn an mich? Er kennt mich nicht mal. Oder Miles. Ein bisschen Hilfe und schon ist er der Gute. Sobald Miles sicher ist, wandert Lee wieder in eine Zelle. Nicht jetzt, MJ. Schadet Spider-Man mehr, als er hilft? Und jetzt? Wer braucht jetzt Hilfe vom alten Spider-Man? Was soll an diesem neuen Spider-Man bitte so toll sein? Er kann nicht mal ein paar Jäger aufhalten. Sie haben die Stiftung zerstört, mein Leben ruiniert. Ich verliere vielleicht Mays Haus wegen Ihnen und... Kraven. Töte Kraven. Die kleine Spinne wohl überlebt? Wo ist er? Wo ist Spider-Man? Such ihn! Sei langsam! Sag mir, wo er ist! Raus damit! Sagt, das Material sei unzerbrechlich. Aber ich glaube, alles lässt sich zerbrechen. Dich noch zurück. Vielleicht fehlt dir die Motivation. Nein!
möge es ein glorreiches Ende werden. Du hast meine Stadt zerstört. Du hast so viele Leute umgebracht. Das war ihr Schicksal. Und dies ist unseres. Bin ich zu schnell für dich? Komm, lass alles raus! Stärker als ich dachte! Deine Anhänger verehren dich wie einen Gott. Doch du bist bloß ein sterbender alter Mann, der einen Ausweg sucht. Du weißt es. Du warst es also nicht. Möge es ein glorreiches Ende werden! Du hast meine Stadt zerstört! Du hast so viele Leute umgebracht! Das war ihr Schicksal! Und dies ist unseres! Wozu du fähig bist! Versteck dich nicht! Deine Anhänger verehren dich wie einen Gott! Doch du bist bloß ein sterbender alter Mann, der einen Ausweg sucht! Du weißt es also! Und dass ich nicht in einem Krankenbett sterben werde! Nur ein Würdiger darf meinen letzten Atemzug spüren! Reiß mich in Stücke! Und präsentiere der ganzen Stadt eine Heldentat. Ich hoffe, du genießt das. Das nimmt kein gutes Ende für dich. Ich studiere meine Beute. Du bist agil, intelligent. Gefühle sind deine Schwäche. So bin auch ich. Lass dir die Macht nur nicht zu Kopf steigen. Ich werde dir zeigen, was ich kann. Ich brauche mehr Abstand. Vor mir! Du nennst mich einen sterbenden alten Mann!
Du nennst mich einen sterbenden alten Mann. Und doch bin ich hier. Halt die Klappe. Komm, zerschmettere meine Knochen zu Staub. Überlass meinen Körper den Maden und Feldmäusen. Klappe! Körper als Trophäe an meine Wand. Besiegen. Genug geredet! Und dann fand ich dich. Und du wirst es bereuen. Nein, werde ich dich. Ich lasse keinen Gott über mein Schicksal entscheiden. Wundervoll. Immer noch zurück. Töte oder werde getötet. Du hättest ihn fast umgebracht. Was tust du? Du bist im Weg, Mike! Ich hätte alles in Ordnung gebracht. Wie? Indem du ihn erwürgst? So sind wir nicht. Versuch nicht, mich zu belehren. Du bist es doch, der vor sein Problem wegläuft.
Du bist es, der nur auf Rache aus ist! Rache? Ich wollte nur meine Familie beschützen, dich beschützen! Du bist nicht besser als ich! Das sag ich auch nicht! Du bist stärker als ein Anzug! Pete, hör nicht auf ihn! Und stattdessen soll ich auf dich hören? Ja, hör auf mich! Wovor hast du solche Angst? Von mir erwarten! Ja? Du nimmst nicht mal mehr meine Anrufe an, Mann! Und was ist mit MJ? Du hättest sie töten können! Ich weiß, dass du leidest, Pete! Aber du bist besser als das! Ich weiß, aber... Nein! Die Leute, die mir wichtig sind, sie sterben! Ich hab ihnen die Schuld gegeben! Sie brauchen einen Helden und hätte ich geglaubt, dass ein Anzug sie retten kann! Die mir wichtig sind. Sie sterben. Ich habe dir die Schuld gegeben. Sie brauchten einen Helden und hätte ich geglaubt, dass ein Anzug sie retten kann, könnte ich in deiner Lage sein. Aber solche Kräfte sind der Grund, warum sie tot sind. Nicht du, nicht ich. Sei still! Venom helfen.
sein als das. Dieses Mal musst du dich selbst retten. Ja! Ich kann nicht! Du musst! Ich werde dich nicht verlieren. Schon, Mann! Los! Konzentrier dich auf mich! Komm schon! Du bist stärker als das! Hörst du mich? Ein paar Tage. Miles, es tut mir leid. Vielen Dank für alles. Das tun Spider-Man. Spider-Man hat mich nicht gerettet, sondern Miles. Was jetzt? Ich muss mit Dr. Connors reden. Er weiß, wie man ihn vernichtet. Was ist mit Harry? Ich dachte, er braucht ihn. Sein Dad arbeitet an einem anderen Heilmittel. Und diesmal eins ohne Aliens. Also, wenn du mich brauchst, dann ruf einfach an. Sobald meine Mom weiß, dass ihr Sohn noch lebt. Okay. Schön, dich wieder zu haben, Mann. Dr. Connors, der Anzug ist ab. Er ist versiegelt. Aber was mache ich jetzt? Bringen Sie ihn zum Oscorp Tower. Da gibt es einen Tank, der ihn bändigen kann. Ich muss ein paar Dinge vorbereiten. Ich gebe Bescheid, wenn ich unterwegs bin. Eine Sache noch, bevor wir uns treffen. Wie fühlen Sie sich jetzt ohne den Symbionten? Gut. Erleichtert, dass es vorbei ist. Beschämt wegen meiner Taten. Es ist nicht Ihre Schuld. Wir wissen noch viel zu wenig. Falls Sie Stimmungsschwankungen oder Ähnliches verspüren, geben Sie Bescheid. Aber es ist weg. Ich bin geheilt, oder? Höchstwahrscheinlich, ja. Achten Sie nur darauf, dass er versiegelt bleibt. Verstanden. Ja, okay. Ich habe die Stadt zu lange vernachlässigt. Cravens Drohnen jagen immer noch Menschen. Ich muss sie finden.
Na, MJ weiß es noch nicht. Hallo? MJ, der Anzug ist jetzt ab. Und es tut mir leid, dass... Red weiter. Dass ich dich und alle, die mir wichtig sind, wie Dreck behandelt habe. Ich bringe den Anzug zur Oscorp, bis Dr. Connors und ich eine Idee haben, was wir damit machen. Weiß Harry Bescheid? Nein. Aber Norman arbeitet an einem anderen, vielversprechenden Heilmittel. Wir können, wir werden Harry retten. Tja, es ist schön zu hören, dass du wieder wie du selbst klingst. Erledige dein Zeug. Wir sehen uns zu Hause. Ich werde mich noch oft entschuldigen müssen, wenn es vorbei ist. Eins nach dem anderen. Braucht ihr vielleicht etwas Hilfe? Vielleicht bist du hinüber, Spinne. Ist das der letzte Einbruch, den ich vereitle? Nicht bei meinem Glück. Okay, ich bin jetzt zum Oscorp Tower unterwegs. Gut, wir sehen uns dort. Spart euch nächstes Mal die Theatralik.